Was ist passiert, meine Freunde? Ich habe Lärm im Keller gehört, als ich hier vorbeikam. Ihr habt ein ernst... es redet jetzt gerade drin. Ihr habt ein ernstzunehmendes Ungezieferproblem in eurem Vorratskeller, Vrin. Drill berichtet ausführlich, was im Keller vorgefallen ist. Vrin bescheint peinlich berührt zu sein. Dass ausgerechnet euch das passieren musste. Dieses Haus ist sehr alt und der Keller wurde vor kurzem umgebaut. Anscheinend grenzen wir nun an alte Bereiche an, die mittlerweile von Tieren bewohnt sind. Ist jemand von euch verletzt worden? Ich befürchte ja, Vrin. Das tut mir aufrichtig leid. Hier, nehmt diese Medizin, Drill. Sie wird euch helfen. Zack. Ich bin froh, dass ihr dieses Abenteuer halbwegs überstanden habt, Freunde. Wir haben euch noch nicht aufgepäppelt, um euch dann in unserem eigenen Haus von Tieren auffressen zu lassen. Lasst euch nun nicht weiter in euren Plänen stören, aber seid vorsichtig im Keller. Wer weiß, wie lange es dauert, bis wir alle ungebetenen Besucher dort ausfindig gemacht haben. Ja, natürlich müssen wir das tun. So, wir gehen zur Heilerin. Oder dem Heiler? Ah, Geschlechter sind tatsächlich dem Spiel sehr schwer zuzuordnen. Zumindest für mich. Achso, hier war der Ausgang rechts, genau. Unten rechts. So, jetzt lassen wir auch Tom wieder anführen. Den Grund, warum ich Drea anführen lasse, lassen habe in der Stelle, ist primär... Weil wenn irgendwas passiert mit der Gruppe, kriegt der Anführer das üblicherweise ab. Es gibt Sachen, die kriegen alle ab. Okay, ich muss einmal auf die ganz andere Seite der Stadt. Aber es gibt halt auch Sachen, die... Also der Anführer ist immer der, der mit der Welt interagiert. Ja, ja, ich weiß. So, das sind die Former. Und hier geht's jetzt runter zu den Magiern und der Heiler. Da müssen wir einmal hier dran vorbei. Aber das war hier irgendwo. Irgendwo. Ich muss mich erst wieder dran gewöhnen, hier entlang zu laufen. Ah, tatsächlich war das Gebäude. Ja, ich habe das Schild übersehen. So, und dann gehen wir hier zum Heiler. Ja, da bleibe ich wahrscheinlich jedes Mal hängen. So, ja, wir brauchen Heilung. Und wir wollen unsere Verletzung geheilt haben. Und das kostet pro Lebenspunkt 0,2 Gold. So. So. Und wie man der Gesprächsoptionen entnehmen konnte, gibt es auch verfluchte Gegenstände. Und wir haben noch einen blauen Heiltrank gekriegt. Achso, ich kann nochmal gucken. Die Stufen. Der blaue ist der stärkste, ja genau. Da haben wir gesehen, es war dann fast alles wieder voll. So, wie gesagt, das Schild, oder den Schild... Den behalte ich. Es kommen auch noch Menschen dazu, von daher. Also man sieht hier auch schon, dass hier Platz für 4 oder 5 Leute ist in der Party. So. Das war nicht das, was ich drücken wollte. Ich wollte so machen. So, die Wurzeln sind also auch wertlos. Halt interessant, dass sie dann sagen, ja, ich sind brauchbare Dinge drin, wenn ich sie gar nicht gebrauchen kann. So, dann erleichtern wir uns nochmal, was unser Inventar angeht. Hier bin ich mir jetzt unsicher. Ich glaube, das Gewürz war nicht das, was wir brauchten, sondern ich glaube, es war Fleisch. So. Jetzt gehen wir wieder drüber, einfach wegen dem Sichtvorteil, auch wenn hier. So. Hier geht es also jetzt Richtung Eingang.
Eingang ist hier rechts. Links geht es zum Hauptgebäude. So, das wird er jetzt immer wieder sagen, bis wir da einmal waren. Hier ist der Händler. Gemischtwarenhändler. Also gehen wir hier einmal rum. Und jetzt ist hinter diesem Gebäude das Ratsgebäude. Wir wollen weiter den Keller durchsuchen. So. Wir wollen ja auch die Erfahrungspunkte haben. Tatsächlich respawnen die Gegner hier nicht. In dem Keller. Nein, ich will es nicht aufnehmen. Ich möchte Rechtsklick benutzen. So, dann gehen wir also einmal hier nach Süden. So. Und dann weiter nach Süden und dann nach links abbiegen. In den Schutt drumherum, nach links abbiegen, durch das Ding durch. Machen wir das andere auch einfach auf. So. Dann ist es einfacher. Und dann geht das hier nach rechts. Und ich glaube, dieses eine Loch kann man auch zu einem Zweierloch machen, oder? Nee. Und dann hier. Und hier geht es zum Beispiel auch noch rein. Hier rein. Und hier haben wir nämlich noch nicht hingeguckt, was da ist. Das machen wir auch noch auf eben, dass es ein Doppeldurchgang ist. Und dann können wir uns mich nochmal hier die drei Schutthaufen angucken. Ich weiß nicht, ob wir das schon gemacht haben, da waren wir zu weit weg. Deswegen auch ein Grund, warum ich mich nach unten gucke. Nein, der Schutthaufen ist einfach schon untersucht. Und der dritte, den können wir manipulieren. Und da findet sich noch was Interessantes, ein bisschen Gold. Wir müssen immerhin zwei Lebenspunkte zu heilen. So, jetzt eben nochmal an die Wand gucken. Da habe ich mich nicht drauf geachtet. Ist hier irgendwo eine Wand bröckelig? Nee. Das ist normal. Das ist normal. Gut, dann können wir wieder... Jetzt hänge ich hier fest. So. Da geht's raus. So. Wenn wir jetzt an der linken Wand entlang gehen, kommen wir natürlich wieder zurück. Deswegen gucken wir jetzt erstmal, hier war irgendwo noch eine Wand kaputt. Ja, ich bewege mich wie besoffen. Da, nein. Hier war doch eben noch... Okay, nächstes Mal gehe ich sofort durch die kaputte Wand, wenn ich sie sehe. Ah, das ist so... Ich habe schon keine Ahnung mehr, wo ich hingucke und wo ich hingehen muss. Das ist das Doppelding. Das ist also das hier. Das heißt, ich drehe mich um 180 Grad. So rum. Da ist der Durchgang. So, ich suche weiterhin nach der zerbröselten, kaputt machbaren Wand. Ja, ich hänge irgendwo fest. Das sind diese Teile hier, haben halt tatsächlich eine gewisse Größe. Das war die Stelle, wo wir die Wand noch kaputt machen können. Und da sind bestimmt die Gegner, die wir die ganze Zeit hören, dahinter. So, ein Angriff. Sehr verwirrend. So. Vielleicht, wenn wir beim nächsten Mal rausgehen, erinnert mal, ich hätte... Tom auch angreifen lassen können. Erinnert mich mal dran, dass ich den Trainer aufsuche. Ja, und auf jeden Fall Trier mal im Angriff trainiere. So. Eben bin ich nur zurück, um zu gucken, ob die Wand bröselig war. Ist alles scheinbar normal. Hier ist noch eine bröselige Wand. Ah! Das ist der eigentliche Sound, den ich gehört habe. Das ist der Sound. Ah, jeder Gegner hat seinen eigenen Sound. Genau, so war das. Das ist der Sound von diesem Gegner, wenn er dich bemerkt.
Das heißt, ab dem Moment läuft er auf dich zu. Jetzt kann ich die Party vorrücken, weil diese zwei Felder zählen als meine Party. Und da das frei ist, kann ich vorrücken. Das kostet mich keine Zeit. Ich kann jetzt angreifen. Den Grondier. Ja. Da ist jemand sofort bewusstlos. Warte mal, kann ich jetzt... Eigentlich müsste er trinken. Stim Drink. Nein. Und hier sieht man auch schon, das muss ein kritischer Treffer gewesen sein oder sowas. So, dann trinkt man den blauen Heiltrank. So, angreifen. Und der trinkt den grünen. Ich glaube, du kannst Bewusstlose nur heilen außerhalb des Kampfes. So, ich müsste über 50% Lebenspunkte haben, weil der eben so derb Schaden macht. So, das ist das Problem. Jeder der Gefährten, ich glaube, diese Fleischbrocken sind das. Jeder der Gefährten heißt nicht Rainer, weil er bewusstlos war. Ja, genau. So, Übersichtskarte. Denn selbstverständlich gehen wir jetzt erstmal wieder zum Heiler. Das heißt, wir können zum Heiler gehen und wir können... Ich habe jedes Mal das falsche Haus im Kopf. Zum Heiler gehen und auch zum Händler. Und können das Tri verkaufen. So, und ich würde sagen, das mache ich jetzt einfach mal in einer Timelapse. Ich halte hier den Timelapse an. Ich habe tatsächlich das Fleisch auch verkauft, weil wir für jeden Grondier ein Fleisch kriegen. Und während in der Höhle unten die Gegner nicht respawnen, respawnen sie tatsächlich auf der Karte neu. Ich habe jetzt die 45 Gold, die Vanya gerne für die Truhe hätte. Und da sind Menschenwaffen drin. Das heißt, die speichere erstmal. Das ist jetzt die Stelle, wo ich nicht genau weiß... Also, ob das nicht ein Verarsche war. So, ja. Aber ich glaube, allein diese... Ja, genau. Hier ist ein verziertes Schwert, das einen Schaden von 9 macht. Das ist halt schon krass. Hier ist ein Schild und eine Kappe. Und das ist halt, ja, mit dem Schaden und dem Schutz schon ziemlich geil. So. Da er noch vorne steht, würde ich tatsächlich die Rüstung erstmal an Rainer geben. Ja. Ich gucke nochmal eben. Aktiv ist er tatsächlich, oder effektiv ist er tatsächlich im Nahkampf besser als im Fernkampf, ja. So. Und jetzt zum Heiler. Das heißt... nicht über die Brücke. Wenn wir da rauskommen, müssen wir, hätten wir nach links gemusst. Ja, da nervt Trier ein bisschen. Die wollen uns halt wirklich dazu bringen, dass wir das Spiel weiterspielen, also die Main Quest weiterspielen. Das Spiel ist sehr linear. So, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Nebenquests gibt. Aber im Endeffekt will ich natürlich auch die Sachen finden. So. So. Voll geheilt geht es dann.
wieder zurück in den Keller des Südwind-Clans. So, und wir sind wieder zurück in dem Raum, wo wir eben noch waren. Ich habe tatsächlich kein Time-Lapse gemacht, sondern einen Jump-Cut, weil ich eben doch nochmal um die Ecke war und alles dadurch etwas länger gedauert hat. So, dann wollen wir nochmal gucken. Die zwei Grüppel, die hatten wir nämlich noch nicht durchsucht. Ja, genau, manipulieren. Und da finden wir einen Feuerring, der einen Feuerzauber auslöst. Das ist eigentlich ganz gut für Rainer. Beschädigte Flasche, die bringt, das bringt wahrscheinlich alles nichts. Und 12 Gold. So, und das hier ist das hintere Häufchen. Und tatsächlich ist ein roter Trank. Ich glaube, das ist ein Mana-Trank und ein Heiltrank. Denn wir haben schon über die Magie gehört. So, jetzt nochmal hier gucken, die Wände angucken, ob es noch weitergeht. Ah, da das immer blockweise ist. Übersichtskarte? Ah, wir gehen gerade. Ich gehe gerade zurück. Nee, nee. Ich wollte tatsächlich. Ich dachte, hier wäre, das hier wäre der Ausgang. Nein. Dadurch, dass es immer blockweise ist, kann ich auch einfach. Weiß ich, wenn ich einen Block gesehen habe, alle vier Seiten des Blocks sehen gleich. Das Thema hatten wir schon. So. So. Ja, ist richtig. Jetzt mir fehlt der Kompass und der kostet sehr, sehr viel Geld. Ich würde so mal hier gucken, jetzt ob ich nicht doch noch eine zerbrechliche Wand hier habe. Gerade hier so. In dem Bereich. Aber dadurch, dass die schräg sind, glaube ich das nicht. Nee. Jetzt hänge ich wieder an irgendeiner Pflanze oder so fest. So. So. Nehmen wir doch mal die Maussteuerung für eine Weile. Gucken wir mal, welche besser ist. So. Jetzt gehen wir in das Gebäude, in das Trier uns die ganze Zeit schicken will. Beziehungsweise ich gucke doch nochmal, ob sich Sira uns nicht anschließt, wenn wir jetzt mittlerweile einfach hingehen. Und ob ich nicht den alten Typen, das ist wieder der gleiche. Also angeblich ist hier einer, ich glaube, das ist hier an dem Brunnen. Ist das der da? Ah, Zarima, ihr seid also die Menschen, von denen ich gehört habe. Ah, Rabir ist Händler und im Auftrage Vanyas unterwegs. Nun, was kannst du dazu sagen? Du kaufst Waren für den Laden ein. Was denn für Waren? Oh, alles, was von Nutzen sein könnte. Ach, habt ihr vielleicht was anzubieten? Ja, ich glaube, da habe ich was. Sehr schön, das ist also ein Händler, der ein leeres Inventar hat. Sehr praktisch, wir haben nämlich 200 Iskai-Dolche. So, das war ja so. So, einen behalten wir nochmal. Wollen wir mal hier untersuchen, das ist Schaden 2 und das müsste Schaden 1 sein, ne? Ja. So, ich weiß, es gibt nur 2 Iskai. Oder ich kann mich nur an 2 Iskai erinnern, so muss ich sagen. Nämlich Trier und Sira. So, der Feuerring, solange der noch Ladung hat. Dann war der kalte Braten. Ja, dann ist der wirklich wertlos. Okay. Die Lederkappe, kann die von der Magierin verwendet werden? Ja, genau, die kriegt die. Und der Schild, da hat er schon untersuchen. Auch, kann sie auch verwenden. Gut, und da haben wir noch einen Iskai-Dolch. Und tschüss. Extra haben wir, glaube ich, 2. Ja, tschüss. Und da sehen wir schon, wie unser Gold nach oben schnellt. Die Schuhe, geben die überhaupt Schutz? Nö, doch 1. Okay. Ja, Seile könnten wir gebrauchen in der Höhle. Ich weiß gar nicht mehr, ob man das brauchte. Sehr schön. Sieht doch schon mal gut aus, so. Und
also merken, hier Dings hier ist auch jemand, der ein leeres, also der über Sachen verkaufen kann. Das ist wieder der, den wir schon mehrfach gesehen haben. Nein, es ist nicht. Das ist, deswegen habe ich tatsächlich die ganze Zeit den anderen angeklickt. Zarima, welch fremde Gesichter in der Stadt. Kaum ist man eine Weile auf Reisen, sind interessante Leute in der Stadt. Ich hoffe, eure Reise war erfolgreich. Oh, ich bin froh, mit dem Leben davon gekommen zu sein. Ich war zu Beginn der Reise in der Nähe des verwunschenen Ortes unterwegs, wo der alte Agim sein Unwesen trieb. Sehr seltsame Raubtiere gibt es dort. Das ist das, was ich meinte. Könnt ihr mir was über die Raubtiere sagen? Ja, die meisten davon recht aggressiv. Am schlimmsten war eine Kreatur, von der man nur das Maul im Boden sah, mit ein paar leuchtenden Fangarmen dran. Unersättlich, sage ich euch. Zum Glück habe ich eine Fruchtsorte entdeckt, die diese Reismäuler in Lähmung versetzt. Ah, es war also nicht Fleisch, sondern Obst. Ich glaube, man konnte sie auch mit Fleisch besänftigen. Welche Früchte? Sie sind eigentlich ungenießbar, aber in einer Begegnung mit den Reismäulern sehr nützlich. Für einen anständigen Preis trete ich euch gerne welche ab. Ja, die könnten von Nutzen sein. Für 40 Goldstücke überlässt er uns 5 Früchte. Also tatsächlich, was man auch machen kann, ist viele Heiltränke haben, drüber laufen und dann sich wieder heilen. Das ist das, was ich beim allerersten Mal spielen gemacht habe, weil ich ihn nicht getroffen habe und daher das nicht wusste. Ich glaube aber, man kann sie auch einfach mit Fleisch füttern. Nun gut. Wir werden es ja bald sehen. Aber ihr solltet mich erinnern, und das habt ihr hier erfolgreich getan, ich wollte zum Trainer. Der Besitzer dieses Hauses ist fast schon eine Legende. Zumindest unter den Stierig. Er spricht nie mehr als das Notwendigste und manche meinen, er sei ein wenig verrückt. Aber niemand weiß so viel über den Nahkampf und das Bogenschießen wie er. Sehr, sehr gut. Drir spricht den Iskei an, der, untypisch für sein Volk, mit stoischer Ruhe auf dem Stuhl sitzt. Wortkarg gibt der narbenbedeckte Iskei von sich. Ihr wollt wissen, wie man kämpft, Drir? Seid ihr bereit? Ja, trainiert mich. Den Nahkampf. Plötzlich kommt Leben in den alten Kämpfer. Blitzschnell steht er auf und geht mit Drir zur gepolsterten Kampffläche. Um wie viel wollt ihr die Fähigkeit verbessern? 15. Okay. Und so fließt das Geld hin. So, jetzt ist der Nahkampf um 15 verbessert. Das machen wir jetzt hier mit Tom auch nochmal. Der nämlich 35 von 80 und ansprechen. Jetzt habe ich also Tom ausgewählt und kann hier den Nahkampf trainieren. So. Wir haben es um 10 Punkte verbessert. Das müsste jetzt tatsächlich 1 zu 1 hier. Ich weiß es gar nicht. Waren es vorher 35 oder 25? So, und jetzt haben wir kein Geld mehr. So schnell geht das dann auch wieder in die andere Richtung. 25 von 40, der sollte auch. Wie viele Trainingspunkte hat der noch? Nein. 10, genau, das waren die 10 Trainingspunkte. Er hat noch 8. Uns hat aber das Geld gefehlt. Sehe ich hier tatsächlich dann auch? Nein, sehe ich nicht. Wie viele Erfahrungspunkte ich zum nächsten Level brauche? Okay. Ja, im Endeffekt gehen wir jetzt dahin. Eventuell müssen wir auch nochmal mehrfach hin und her gehen und verkaufen. Aber, wie gesagt, dann wird Tom und Rainer noch ein bisschen trainiert. Bei Tom, ich werde wahrscheinlich wieder auf den Fernkampf gehen. Ich werde bei dem Fernkampf voll austrainieren. Wenn ich den Bogen in die Hand gebe, kriegt er dann... Nein. Tatsächlich ist es so, ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe, wenn ich ihm das hier in die Hand gebe, dann ist der Fernkampf höher als möglich, nämlich 85 von 70. Das heißt, es gibt tatsächlich Waffen, die auch den die Stats boosten können. Und die hat 30 Schaden. Und das ist der Grund, warum ich die aufheben möchte. Weil das ist die stärkste Waffe im ganzen Spiel. So. Geld einmal wieder ausgegeben. Und dann geht's jetzt tatsächlich nach draußen.
So, ich werde jetzt auch nur noch eine halbe Stunde aufnehmen und dann nochmal was essen. Dann ist es nämlich schon 8:30 heute. Ich glaube, wir gehen... Genau, wir gehen nicht über die Brücke, sondern wir gehen hier direkt raus. Jetzt sehen wir natürlich nicht viel von der Welt. So. Ein Spinnenbaum. Seine roten Früchte ziehen Insekten an, die vergiftet herabfallen. Wir können uns hier also viele verschiedene Dinge angucken. Diese Pflanze leuchtet in faszinierenden Farbtönen. So, und es hieß, dass wir das, was wir suchen, im Nordosten finden, wenn ich mich nicht irre. Ein Kugelbaum. So, was haben wir hier? Das ist ein Iskai. Das ist Jiris. Zarima, was wollt ihr denn von dem alten Jiris? Zarima, könnt ihr uns den Weg zur alten Ruine der Difat sagen? Aber ja, doch seid ihr sicher, dass ihr zum alten Argim wollt? Es sollen dort seltsame Dinge passieren. Wir gehen nicht ohne Grund und auch nicht aus Übermut dorthin. Könnt ihr uns weiterhelfen? Nun gut, haltet euch in nördlicher Richtung, bis ihr auf einen See trefft. Umgeht ihn in östlicher Richtung, bis ihr eine verfallene Straße seht. Folgt ihr, bis ihr zu einer toten Abzweigung nach Westen. Etwas weiter in dieser Richtung müsste noch die alte Brücke stehen, wenn sie nicht schon im Fluss gelandet ist. Seid vorsichtig dort. Dankeschön. Er ist Viehzüchter, so jetzt wird hier alles dunkel. Und es ist zu gefährlich zum Wassen. Ach ja, genau, weil hier jetzt ein Gegner angespaziert kommt, der es bemerkt hat. So, dann können wir doch direkt die... Können wir direkt den Feuerring... Aha, Feuerring ist Feuerball auf ein Monster. Sehr schön. So. Die neuen Items ausprobieren. Ja, ich glaube, Sira kommt zu uns, wenn wir den Mord aufgelöst haben. Wenn wir den Mörder gefunden haben. So. Dann würde ich sagen, wir sollten ja nach Norden gehen. Das ist der Weg da hinten. Ich will... Na, ich will euch nicht mit zu viel Wissen belasten. Okay, lass uns erstmal einfach nach Norden gehen. Und dann erkunden wir hier ein bisschen mehr. So. Man sieht ja halt so wenig. Wobei ich das zweifle auch einfach. Aber jetzt ist es richtig dunkel. Jetzt kann ich rasten. So, bis zum Morgengrauen. Genau, jetzt sieht man auch was. So, bis wir zu einem See kommen, das ist hier. Dann sollen wir den in westliche... Der westliche oder östlich gesagt? Ich gehe einfach mal rum. Ich nehme die Maussteuerung. So. Dann suchen die sich mich teilweise ihren Weg ein bisschen selbst. Nämlich immer auf die Maus zu. Da muss ich links an dem Kaktus vorbei. Und wie man sieht, man kann auch so ein bisschen durch den Dschungel durch. Und das ist das, was ich meinte. Das ist das mit dem Wissen, was ich euch nicht belasten wollte. Denn das hier sind Trifalei-Büsche. Hier kann ich also einfach... Ah, jetzt sagt es dir auch. Das ist ein Trifalei-Busch, eine sehr seltene Pflanze. Die Samenkörner werden von Jikas für ihre Magie benutzt. Wir sollten die Samen mitnehmen, sie erzielen bei den Jikas-Magiern gute Preise. Ich behalte sie aber tatsächlich, weil Sira, die Jikas-Magierin, zu uns stoßen wird. Und ich glaube, wir können diese Büsche auch mehrfach ernten. Ja, diese Flugtiere hier, die beißen uns. Vanya hat da ein Parfüm gegen, das hilft dann für eine Weile. Aber wie man sieht, die haben jetzt nicht sehr viel Schaden gemacht. Und beim nächsten Rasten ist das auch wieder weg. So, hier können wir tatsächlich mehrfach hingehen. Wie gesagt, ich glaube jeden Tag oder sowas. Also immer, wenn die Nacht rum ist, resetten die Büsche. Es ist nur ein bisschen schwer, durch diesen Dschungel zu navigieren. Tatsächlich ist das, glaube ich, mit der Tastaturstörung einfacher, weil man da eben genau kontrollieren kann, wo man lang geht. Ich muss mir nur den Weg merken, den Merkwegen. Weil man sich selbst eben nicht sieht dabei. Also wenn ich hochgehe und dann links.
rechts, weiter hoch. Geht's nicht weiter? Okay, ich muss jetzt ein bisschen suchen. Ich glaube, es war genau hinter diesem Ding vorbei. Also, ja. Ah, nein. Wir sind woanders, als ich dachte. Okay. Wir sind jetzt an der Stelle, wo ich immer hingehe, um zu farmen. Denn von ihm hier kriegen wir ein Tree, ein Krondir-Tree. Und massiv Damage noch. Das ist quasi der Weg, den ich mal gegangen bin, um zu grinden. Ja, genau. Deswegen gehst du jetzt mal dahin. Oder nein, du willst eigentlich auch den Ring verwenden. Den will ich eigentlich nicht verwenden. Wenn er ohnmächtig wird, wird er ohnmächtig. Ganz einfach. So. Ich glaube nämlich, es war dieses Fleisch. So ein Krondiertrieb bringt jetzt natürlich nicht viel. Erstmal wieder zurück. Es war. Und hier kleben die Flugviecher an dem Baum, wie der Text auch gesagt hat. So. Das ist also auch eine Möglichkeit, sie loszuwerden, einfach dafür zu sorgen, dass sie in den Baum fliegen. So, dann gehen wir erstmal nach Süden. Also. Um genau zu sein, wir verkaufen das Krondir-Tree und das Fleisch. Weil diese Gegner hier respawnen immer wieder. Und wenn es einmal am Tag ist. Während die unten in dem Keller nicht respawnen. Das heißt, hier können wir jetzt einfach hergehen. Gehen in die Stadt. Verkaufen alles und lassen uns einmal heilen. Und gehen dann wieder zurück. Beziehungsweise, wenn nach dem Heilen noch was übrig ist, gehen wir nochmal trainieren und dann gehen wir zurück.